steht und fällt mit den Quellen, auf denen er basiert. Eine solide Literaturrecherche ist deswegen unumgänglich und sollte am Beginn deiner Arbeit stehen. Das weißt du und du hast mit Hilfe von Wikipedia, Google, fachspezifischen Datenbanken und natürlich dem Katalog der Universitätsbibliothek viele interessante Beiträge zu deinem Thema gefunden und hast jetzt aber festgestellt, dass deine Literatur größtenteils noch aus dem letzten Jahrzehnt stammt. Wenn du mir ein paar Minuten Zeit gibst, dann möchte ich dir jetzt einen möglichen Weg zeigen, wie du deine Literatur auf einen aktuelleren Stand bringst. Mein Name ist Eva Weinholz und ich arbeite als Bibliothekarin an der Universitätsbibliothek Leipzig in der Zweigstelle Rechtswissenschaft. Das Schneeball- oder Lawinenprinzip ist dir sicherlich bekannt. Wie aus einem kleinen Schneeball eine reißende Lawine werden kann, so führt dich der Text über sein Literaturverzeichnis zu weiteren Beiträgen. Dieses Vorgehen ist üblicherweise rückwärtsgewandt und führt dich mithilfe der Quellen in die Vergangenheit deines Forschungsgegenstandes. Mit der Recherche in Zitationsdatenbanken kannst du deine Suche umkehren und zurück in die Zukunft kommen. Und was sind nun bitte schön Zitationsdatenbanken? Wie alle Datenbanken weisen sie wissenschaftliche Beiträge nach und ermöglichen eine umfangreiche Recherche. Ihr fachlich breites Spektrum bietet dir darüber hinaus einen Blick über den Tellerrand. Zudem kannst du mithilfe von bibliometrischen Analysen zu Autorinnen und Zeitschriften einsehen, wie relevant der entsprechende Artikel für die Fachwelt ist. Die Datenbanken stammen in der Regel aus dem englischsprachigen Raum. Dementsprechend ist auch die Auswahl der Dokumente und deutschsprachige Texte sind eher unterrepräsentiert. Der große Mehrwert von Zitationsdatenbanken liegt in den expliziten Herausstellen von Beziehungsverhältnissen zwischen den Texten und ihren Autorinnen. Das ermöglicht dir eine vorwärtsgewandte Recherche nach aktuellen Beiträgen, indem du von zitierender Literatur zu zitierender Literatur dich nach vorne in der Zeit arbeitest. Diese Suchmethode wird auch Citation Tracking genannt. Im Folgenden möchte ich dir kurz die drei größten Zitationsdatenbanken vorstellen. Web of Science ist die älteste derartige Datenbank. 1964 entwickelte das Institute for Scientific Information den Science Citation Index. Dieser durchsuchte etwa 700 verschiedene Zeitschriften. Heute, 2021, umfasst die Web of Science Core Collection Datenbank ca. 22.000 Titel von etwa 250 verschiedenen Wissenschaftsgebieten der Natur, Geistes, Sozialwissenschaften, der Medizin, also sämtliche Fachgebiete. Darüber hinaus werden auch zahlreiche Bücher und Konferenzliteratur erfasst. Mit der Basic Search kannst du nicht nur nach passenden Beiträgen zu deinen Stichworten suchen. In der Trefferliste wird dir darüber hinaus auch angezeigt, wie oft Texte an anderen Stellen zitiert werden. Auf diese Weise kannst du dich von Artikel zu Artikel durchklicken. Für eine effizientere Recherche schlägt Web of Science die Suchfunktion Cited Reference Search vor. Hier wird dir auf einen Blick angezeigt, wo ein Artikel zitiert wird. In der Theorie klingt das ganz gut, doch in der Praxis hat sich gezeigt, dass in der Trefferliste oftmals Ergebnisse fehlen und damit unverständlich ist. Also wenn du eine gründliche Recherche bevorzugst, solltest du auf jeden Fall beide Suchfunktionen verwenden. Solltest du nur schnell ein paar Treffer erzeugen wollen, dann reicht die Cited Reference Search sicherlich aus. Und noch ein kleiner Hinweis am Rande, UBL-Nutzer können vom Web of Science direkt auf den Volltext zugreifen, wenn dieser verfügbar sein sollte. Seit 2004 bietet Google mit Google Scholar eine Alternative zur Web of Science. Inhaltlich deckt sie damit alle wissenschaftlichen Bereiche ab. Das Besondere an der Datenbank ist, dass sie nicht nur vorrangig peer-reviewte Zeitschriftenartikel erfasst, sondern so ziemlich alles, was im Web auftaucht, durchsucht. Außerdem unterscheidet Google Scholar nicht zwischen frei zugänglichen und käuflichen Inhalten. So wird dir eine sehr große Treffermenge angezeigt, auf die du nicht immer voll zugreifen kannst. Außerdem sei zu beachten, dass nicht nur wissenschaftlich geprüfte Artikel angezeigt werden, sondern auch alles andere. Und deswegen beruht die wissenschaftliche Überprüfung der Texte ein Stück weit mehr auf dir. Also sei hier sehr vorsichtig und beachte auch immer im Hinterkopf, dass die Listen von Algorithmen erstellt werden und deswegen allein schon auch nochmal eine besondere Überprüfung bedürfen.
Die Handhabung von Google ist dabei wie gewohnt sehr leicht und übersichtlich. Neben diesen beiden für dich kostenfreien Datenbanken gibt es auch noch Scopus. Scopus ist ebenfalls seit 2004 auf dem Markt und deckt so ziemlich alles ab, was auch Web of Science abdeckt. Neben Zeitschriftenartikeln, die zu ungefähr 90% die Datenbank ausmachen, werden hier auch noch Bücher, Konferenzliteratur und Patente erfasst. Laut eigenen Angaben beinhaltet die Datenbank ca. 25.000 Titel aus allen möglichen Fachgebieten. Und der Grund, warum ich es hier jetzt erwähne, sei am Rande, dass das Scopus vom Verlag Elsevier, einem der größten Player auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Journals, herausgegeben wird und dir deswegen zwangsläufig irgendwann einmal über den Weg laufen wird. Beachte aber, dass die Nutzung von Scopus nur über eine kostenpflichtige Registrierung möglich ist. Allerdings ist eine besondere Funktion von Scopus, das Journal Metrics, kostenfrei zugänglich. Das kannst du für deine Recherche nutzen, indem du hier einsehen kannst, welche Zeitschriften für dein Themengebiet von Relevanz sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Web of Science qualitativ etwas besser aufgestellt ist, weil die Texte einer Vorauswahl unterliegen. Google Scholar hingegen kann mit einer größeren Treffermenge aufwarten. In der Handhabung nehmen sich die beiden Datenbanken nicht viel. Google kommt mit der Google-Suche natürlich dem gewohnten Suchverhalten etwas entgegen. Aber auch Web of Science ist nach einer kleinen Orientierungsphase sehr nutzerfreundlich. Bei deiner Recherchearbeit solltest du immer auf das Citation-Tracking zurückgreifen, da du damit nicht nur deine Literatur auf einen aktuelleren Stand bringen könntest, sondern weil du ganz nebenbei noch wichtige Randinformationen zur Wirkung und Relevanz der Beiträge erhältst. Auch andere kleinere Datenbanken bieten dir ähnliche Funktionen an wie die genannten Datenbanken. Also schau doch einfach mal auf den von dir genutzten Datenbanken, zum Beispiel einer EBSCO-Datenbank, ob du dort auch eine ähnliche Funktion zum Citation Tracking finden kannst.